Hallo zusammen und herzlich willkommen hier an der Schmiede. Mir tropft der Schweiß. Wir sind in einer neuen Folge von 7 Days to Die. Hinter mir die Serendipity. Airdrop. Außerdem mit dabei, ihr hört schon Wellcry und Jack Fleischhammer. Schönen guten Tag. Moin. Aber wir können Airdrop ist direkt in der Stadt. Wir können den Airdrop ja nicht verpassen. Oh, ich habe aber nichts zu essen. Nee, ich habe nichts zu essen. Ich habe auch nichts zu essen. Scheißegal. Nee, nicht kommen. Der ist direkt bei uns. Der verschwendet, wenn ihr jetzt losrennt. Ich habe auch nichts mehr zu essen. Dann hole ich mir meinen toten Rucksack wieder. Ich hab noch ein bisschen was bei mir, Craven. Also hier sind noch vier. Eins nehme ich mir. Oh, ich würde hier so gerne. Ich brauche eine Pickaxe. Ich komme hier nicht rein mit einer Stone Axe. Warum geht denn Tab nicht mehr? Was ist an dem Spiel? Was habt ihr jetzt davon? Da ist man schon in der Polizeiwache und echt. Unglaublich. Schade. Wäre bestimmt cooler Loot gewesen. Zwischendurch immer mal abbrechen mit dem. Brauchen wir noch einen Kochtopf? Nee, ne? Bring mal mit. Aber ich habe 5 leere Gläser, die werde ich jetzt erstmal in den Ofen tun. Das Tab nicht funktioniert, irritiert mich. Aber wir sind immer in der gleichen Aufnahmesession von Folge 1 an. Ich will was zu essen haben hier. Mann. Was? Oh, hier ist eine Horde. Oh mein Gott. Die überrennt gerade unser Haus. Serendipi, flüchte. Ja, ich laufe, was das Zeug hält. Ich habe kein Jungs. Schussdingszeug. Hier ist eine Horde, die überrennt gerade unsere Basis. Ich hoffe, machen die kaputt, obwohl wir nicht drin sind? Nein, die folgen uns. Hier ist eine Horde. Die sind friedlich. So, ich muss jetzt mal Rucksack holen. Die wollen nur spielen, genau. Habe ich erwähnt, dass eine Horde kommt? Läufst du hinter mir her? Ja, am Rand. Ja. Ich habe da was gehört, glaube ich. Das ist gut. Warte, ich tracke dich. Das muss doch im Leben, ist das doch so. Ehe verpflichtet. Hallo, Liebe verpflichtet, Freund. Ach, wir sammeln noch ein paar Steine unterwegs. Ah, so läuft. Jack, gut. Wo bist du denn? Was? Wo ist denn Pity Platsch jetzt hin da vorne? Ich versuche zu meinem Rucksack zurückzulaufen. So, Wellcry, kommst du mit oder was? Ja, ich komme, ich loote noch diesen Raum hier, aber so schade. Helf mir mal, da ist eine Biene. Ja, ich komme mal, wo bist du? Hätte ich uns richtig viele Sachen besorgen können. Komm her, Biene, du hast meine Frau angefasst. Okay, ich komme mit raus. Wo bist du, Jackie? Kannst du mich tracken? Ja, glaube ich. Warte mal. Bin Richtung Nordosten unterwegs. Wo war das noch, Jack? Track French. Kommst du klar? Ja, hab ich getötet. Wo bist du? Jo. Hier, ich töte gerade den Zombie. Also, ja. Sag mal. Ah ja, jetzt bin ich auch am Verhungern gerade. Also ich hätte Fleisch hier, wenn du... Hast du? Ja. Oh, das ist gut. Weiß ich auf dem Boden. Ich bin Biohazard. Auf dem Boden geschmissen. Nee, spar dir die Bolzen. Achso, ich kann dir noch erzählen. Ja, sicher nicht, dass du dann kannst. Nee, ich hab voll. I'm full. I am full. Ich habe voll. Hier sind Kriecher. Warte. Ein Tee habe ich noch und... Die müsste jetzt hier gleich kommen. Oh, wie geil. Das haben die auch gefixt. Man kann durchs Gras die Zombies wunderbar erschlagen am Boden. Wollen wir zurück zu den anderen dann? Oder ja, genau. Was hast du für ein Ziel, Jackie? Nee, ich hab die Airdrop-Ziel. Hä? Airdrop. Airdrop-Ziel? Habt ihr das schon wieder vergessen, ne? In welche Richtung? Ich sehe hier momentan keinen. Ich auch nicht, aber ich bin in die richtige Richtung unterwegs, behaupte ich frech. Also sie müssen ja qualmen, oder haben sie das wieder abgestellt? Nee, die haben gequalmt. Ja, vielleicht qualmen die nur eine gewisse Zeit. Hast du noch Nee, wenn du nah dran bist, ist sie qualmen wieder. Ich sammle gerade, ja. Wie viel willst du denn? Alle. Das ist jetzt aber schon ein bisschen normal. Map muss erstmal laden hier. Der Server ist so lahm. Du, ihr steht doch genau vor uns hier in der Straße. Was? Die haben aber dann, ja, ohne Scheiß, da haben die, da wo du mir eben das Fleisch gegeben hast, wenn du da einfach 30 Meter weiter, hier steht eine fette Kiste, steht Supply drauf vor mir, aber da kommt kein oranges Leuchtsignal. Siehst du, die haben es geändert. Oh ja, einmal Chicken und 2 Lammrationen. Also Essen drin. Fallen haben sie aber beleuchtet. Also beim Drop haben sie geleuchtet, damit du sie besser siehst, aber dass sie nicht dauerhaft... Ups, Spucker! Na gut, das war aber auch beim letzten Mal schon. Da habe ich ja schon Probleme gehabt, den zu finden. Ach, reicht's mir. Du meinst, dass es seit der 9.2 oder 9.1 besser... Nee, 9.1 muss es gewesen sein. 9.2 haben wir nie gespielt. Das schon geändert haben. Wow, was habe ich denn gefunden? Ich habe Stiefel gefunden. Oh, was für schicke Dingsy-Stiefel hier. Dingsy-Stiefel. Ja, alles ist Dingsy. Der war leicht drüber. Oh. Ach Mann. Ich bin krank, bitte zu entschuldigen. Ja. Nee, und gesundheitlich ist er auch angeschlagen. Und ich habe ein Hunting Rifle. Du kannst die Zombies übrigens als Schutzschild vor dem Spucker benutzen. Gefunden. Oh, shit. Was passiert?
Meine Ahnung trackt mich. Oh, verdammte Kacke, ey. Oh. Leer. Ach, diese scheiß schnellen Zombies. Und den hast du, wenn du dann da mal einen verfehlst und denkst, das geht noch, dann ist aber auch schon zu spät. Yeah, geile Schrotflinte. Wo war's? Ich wollte gerade Nest. Also, du hast was zum Krachmachen gefunden? Ja, ich höre dich da hinten irgendwo. Serendipity. Ja. Ey, das ist ein Schrotflinte, Mann. Wie kann denn der Schrotflinte nicht tödlich sein? Ich habe noch Steine und Pfeile für Federn für dich. Das ist gut. Ich direkt in den Scheißkopf und nicht. Ja, jetzt, wo du eine richtige Waffe hast, dann fängst du dann auch gleich wieder an aufzuholen mit Kills. Ja, wo ist denn das Zombie-Ding da? Guck mal. Huh. Komm, lässt dir den fallen. Ich habe einen Crossbow. Du lockst hier, glaube ich, aber auch reichlich an. Ja, kannst du haben. Verschwinde mal kurz. Ja, klar, sicher. Nachdem sie hinter mir gespawnt sind, läufst du vor mir weg. Ja, das gefällt dir. Komm, wir laufen mal zum Haus zurück. Wir gucken mal, dass wir... Ich habe nichts zu essen und nichts zu trinken. Dann geht doch. Aber ich muss doch dich beschützen. Also am schönen... Oh, ein Blutbeutel habe ich gefunden. Oh, das ist nicht schlecht. Wenn wir jetzt noch... Okay, Mais... Bringe ich ja mit, 2 Stück. Oh cool, den müssen wir aber sorgsam anpflanzen. Übrigens, die haben was gefixt in der neuen 3, habe ich heute gelesen. Fuck, ich bin. Ja, man kann jetzt drüber laufen, nicht mehr kaputt trampeln irgendwo so. Irgendjemand hatte mir in meinen Kommentaren geschrieben, Mais wäre jetzt Minjas-sicher. Entschuldigung. Minjas-sicher, ja. Also ist ja auch wahr. Man kann nicht mehr drüber trampeln oder so. Nee, das Gute ist, wir müssen nicht mehr dieses Beetprinzip machen. Wir können es jetzt richtig wie im Garten, wie man es normalerweise anpflanzt, machen. Weißt du, so Beet rein. Beet. Dann können wir beten. Beten. Maisbeeten. Maisbeeten, ja. Beete wachse. Okay, ich gehe jetzt zurück. Ich guck, was an unserer Hütte ist. Also die wollte so. Ich habe schon ein paar Sachen gefunden zum Zusammenbauen, sag ich jetzt mal. Bauteile? Mhm. Ja, ich hatte auch irgendeinen Lauf oder sowas, habe ich gefunden. Naja. Ich bin doch nochmal in der Polizeistation. Ich habe nämlich eine Pickaxe gefunden. Cool. Könnte ich uns ordentlich Metall besorgen, dann können wir uns alle eine Pickaxe oder eine Schaufel machen. Ich muss hier hinten rum rein. Also die Horde ist hier nicht mehr im Haus, aber die haben unser Haus ein bisschen angekratzt an der Ecke. Das Haus hat kurz geblutet. Macht im Haus nix. So, was ist jetzt hier wichtig? Wir müssen halt unser Haus auch ein bisschen absichern, wa? Müssten wir. Also zumindest ein paar Spitzen außen dran oder so. Also Velcro, ich bin eh mal vollgepackt und will den Kram. Sag mal, wie sieht's denn eigentlich bei euch aus? Was habt denn ihr für ein Gefühl von der Performance her? Weil irgendwie läuft's bei mir richtig gut. Ja, das läuft gut. Also irgendwie haben sie da was geändert. Ja, du kannst, sonst lauf zurück und wie gesagt, ich komme auch gleich, schließe mich ja auch gleich an. Ich will nur noch mal eben ganz kurz in die Polizeistation rein. Da muss ich jetzt unbedingt noch mal hin. Oh nein, ein Hund. Du Misthund, du. Oh. Ich hab genau 0 Health noch. Ich komm. Ja, oh! Mann, Gott, hab ich nicht. Ich hab mich auch voll erschreckt, Mann. Oh Mann, scheiße. Seid ihr nicht ganz dicht? Vor lauter Schreck hab ich in den Boden geschossen. Oh, ein Spucker. Scheiße, das ist eine neue Polizeistation. Wo ist denn die andere, wo ich schon war? Die war so schön leer. Wo ist die denn hin? Sag mal, haben wir keine Tabletten mehr? Ich hab doch hier Tabletten reingelegt. Wo ist denn die andere Polizeistation? Warum sterbe ich schon wieder? Ach, jetzt bin ich ja schon mal hier. Jetzt ich sterbe. Warum sterbe ich? Weil mir was zu trinken fehlt. Wo ist denn die andere Polizeistation? Im Ofen steht doch bestimmt was, oder? Ne, ich hau mir jetzt gerade Wasser rein, dann schmelzt sich mehr Wasser ein. Die 5 Gläser kommen da rein und kochen mit 1,40. Okay, ich hab noch eine Pickaxe gefunden und ganz viele Freunde. So, er kocht. So, jetzt mache ich mir eine Pickaxe. Ich hab keine Ahnung, wo war denn die Pickaxe? Und dann gehe ich mit Tal. Ah, Hund. Ja, Hund. Das ist derselbe, den du gehabt hast, ja, wahrscheinlich. Oder? Der hat noch Blut am Maul, ne? Noch ein Stück Fleisch haben wir in 10. Oh shit, tot. Oh. Aber es ist härter geworden, oder? Kann das sein? Oh ja. Ja, da laufe ich jetzt auch garantiert hin. Da sind 2 Pickaxen mittlerweile drin. Minjas, ich habe hier Bücher reingelegt, wenn du mal lernen willst. Übel. Bringt mir ja nichts, ich kann ja nicht lesen. Ne, du sollst ja lernen.
zu lesen lernen. Lesen lernen. Was zu essen wäre cool. Hast du irgendwas zu essen gefunden unterwegs? Ich hab hier quasi nochmal Wengen in den... Boah, zwei Stück gleich. Naja, zu essen müssen wir draußen besorgen hier. Ein bisschen ich jagen. Ich jage gerade Schwein. Hast du was? Kannst du mir was hinwerfen? Nur nee, so ein hier, bisschen. Guck in die Kiste, in die rechte Kiste. Hier, warte, zwei Dosen Lamp. Linies. Okay, dann pack es in die Kiste. Ja, warte. Ich nehme gerne noch eine oben drauf als Nachtisch. Pack doch die Bücher da nicht rein. Können wir die Bücher mal wegschmeißen oder noch eine Kiste links, bauen? Links habe ich eine. Wow, irgendjemand hat eine Horde angelockt. Die Müll ist doch nicht einfach voll hier alles. Hier ist eure Horde, würde ich sagen. Ich mache aber die Tür zu, oder? Das macht doch keinen Sinn, die Tür. Ja. Fuck, eine Horde. Warte, habe ich gesagt? Ja, ich dachte eine Horde an Zombies und nicht eine Horde. Also, verstehst du? Ich mach das hier mit meinem Prügel, Alter. Wo ist die denn, die Horde? Die ist vor der Tür. Vor der Tür ist, relativ, hinten. Nee, die ist schon... Die ist hier... Guck mal nach rechts, Mann! Ich bin doch schon draußen und helfe mit. Ich hab nichts zu essen, verdammt. Ja, in der Hütte ist, komm zurück. Ja, ich sterbe aber gleich. Dann komm zurück. Ich versuche es. Oh shit. Oh. Oh mein Gott, Alter. Das hat schon was von Mausboards. Oh Mist, das ist meine. Mausboards? Ach ja, Mausboards kenne ich noch, ja. Oh. Oh Mist, ich muss mal ein bisschen Abstand gewinnen. Eine Schneise der Zombie. Oder. Dich denn hier eben geschlagen? Oh, noch mehr. Ich hätte mir auch so eine Keule machen sollen. Keule ist ja nicht so doof. Nee, ist besser als die Steinaxt? Ja, bestimmt. Wie meinst du? Das eigene Gefühl, sag ich jetzt mal. Wo ich schon auf so ein. Wie heißt die Keule? Hier? Du musst ab, du brauchst doch Energie. Also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die besser ist als die Stone Axe. Okay. Und eine Pickaxe ist besser? Hat die mehr Schaden? Müssen wir mal vergleichen. Nee, die Pickaxe ist auch nicht besser. Na, dann würde ich die auch nicht verbrauchen. Warte, ich lass mich mal eben... Danke. Nein! Warum? Ach, weil ich null Energie hatte. Das also ich renne noch nicht mit null Energie zurück in meine Stadt und... Ach so, ich dachte, du wärst gerade bei uns. Alles klar. Ja, ich war auch bei euch. Ja, war bei uns. Wer glaubst du eigentlich, wer die ganzen Zombies mit weggekloppt hat hier? Mit, na? Guck mal, ja, eben sagt ihr ja. Statistisch gesehen. Jetzt habe ich deinen Rucksack aufgenommen. Ja, willst du haben? Komm her. Ja, ich brauche wenigstens irgendwas. Ja, du kriegst von mir eine frische Stone Axe, eine Keule wieder und deine Pickaxe. Nee. Hier, deine Pickaxe nimm doch. Nee, die Pickaxe will ich nehmen. Die Keule, die kann ich auch hier liegen, weil die, ich finde, die bringt nichts. Okay, dann die Stone Axe besser. Sind die Zombies alle weg? Oh, haben sie überlebt. Wie schön. Geil. Gut, dann hack ich jetzt. Da stehen doch noch massig Zombies. Dann mache ich jetzt meine Taschen leer und dann gehe ich zurück in die Stadt und hole mein Equipment wieder, bevor es dunkel wird. Wo sind noch 20 Zombies? Die lösen sich hier gerade auf. Bei mir stehen die hier. Naja, weil du weg warst, als sie. Und ihr müsst gleich mal ein bisschen. Hier ist ein Hirsch. Pitti, komm zu mir. Hier ist ein Hirsch. Hier sind doch noch Iron ich Fragments. Sterbe. Ihr habt ja noch, eigentlich reingeschmolzen, oder? Dann hol dir doch. Zendipity. Hol dir doch oben das zu essen aus dem Haus. Hattest du mal, Mias, hattest du nicht was eingeschmolzen? Habt ihr jetzt schon was eingeschmolzen oder noch nicht? In die Birne. Warum? Komm zu mir, Nisch. Warum isst du nicht? Ey, echt jetzt. Also die Kisten sind voll mit Eisen. Schmelz es einfach mal ein. Auch Iron Fragments liegen da noch drin und alles. Mias, hast du nicht gesagt, du hast was eingeschmolzen? Ja, habe ich dabei. Also ich habe nur noch zwei Iron Bars. Ja, nur noch zwei. Also du hast da jetzt für mindestens 8 Ingots hast du jetzt Materialien da drin. Ja, ist doch gut, dann einfach einschmelzen. Wenn ihr da gleich mal was herstellen könntet, ich muss zurück. Gut, dann hole ich jetzt derweil ein bisschen Material noch und dann komme ich rein und werfe den Ofen an. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Ich habe da noch ein bisschen Fleisch in die Kiste gelegt. So, da sind jetzt noch 10 Wasser in den Kisten. Und schon wieder ein Hund, Mann. Können wir dann nachts mal Tee herstellen? Fleischhammer. Machst du ja einen auf Serendipity jetzt in der neuen Aufnahmesession? Nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Super, jetzt wo ich nochmal gestorben bin, ist mein
erster Rucksack gar nicht mehr angezeigt. Oder ist der dann weg? Der ist nicht weg. Meinst du, der liegt da noch? Der liegt da 100%. Aber angezeigt wird er natürlich nicht mehr. Kannst du haben. Der ist noch da. Diese Hunde sind einfach zu krass, Mann. Ei, behaupte ihn mal. So, dann schmelze ich jetzt mal ein. Was ist denn das Eisen? Das ist Hunting Rifle Bolt, das sollte ich nicht einschmelzen. Was meinst du jetzt, diese Scrap Metal Blocks? Alles, was Metall ist, einschmelzen. Ausnahmslos. Scrap Iron. Ja, außer die Röhren. Die Metal Fragments hättet ihr auch schon einschmelzen. Hab ich. Die leer lagen jetzt erst drin. Da lagen doch eben noch 19 in der Kiste von. Ja. Die wurden aber reingelegt. Also ich habe von denen alles eingeschmolzen. Ja. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die kleinen hier und machen wir hier ein Holz drauf. So, und die drei Blöcke, die ich da mitgebracht habe, bringen insgesamt 6 Ingots. So, cool. Das finde ich immer schade, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass man beim Kochen ja sieht, wie viel Feuerholz man reinlegen muss, damit das fertig gekocht wird. Ja. Aber dass man beim Einschmelzen nicht sieht, wie viel man reinlegen muss, finde ich jetzt irgendwie schade. Ja, das stimmt. Aber das hatte ja Brother Louis irgendwie schön vorgerechnet. Ich habe es mir jetzt aber, das war ganz einfach, aber ich habe es mir jetzt trotzdem gerade nicht, ich habe es gerade nicht auf dem Plan irgendwo. Wie viele Stickies oder das wie hat er viele, geschrieben, dass wir uns nichts merken können. Hat er? Ja, habe ja. Ich mir nicht gemerkt. Nein, er hat gesagt, es wird nicht umgesetzt. Das hat er geschrieben. Ja, ist auch schwierig umzusetzen, wenn es zwei verschiedene Tage. Ja, ist auch egal. Also ja. Das war ja aber. Also ein Tag ist wir würden es ja, also ich meine, wenn man es mal ganz realistisch betrachtet. Zwischen den Kommentaren jetzt anderthalb Wochen. Ja, gut, man muss. Ja. Das also waren ja aber doch Hinweise, da war ja noch die 9.2. Wir sind jetzt in der 9.3. Das kann ja alles komplett neu gemischt sein. Das wissen wir ja nicht. Das kann ja alles anders sein, genau. Ich glaube, ich kriege richtig was zu hören. Ich wollte gerade sagen, voll die schönen Kommentare. Da leuchtet es doch noch, der Airdrop. Ich ja, ich sehe den auch gerade. Echt? Ja, aber eine Supply-Kiste habe ich hier wirklich gefunden. Also bei mir brennen hier 2 Stück. Rechts ja, bei und mir links auch. Brennt einer. Und der eine hängt sogar noch in der Luft und da kommt so eine blöde Brumse. Aber jetzt wurde doch schon wieder hier alles in eine Kiste gemüllt. Also da bin ich mir relativ sicher. Das war bestimmt ich. Oder ich. Ich hab sie abgeschossen. Oh, ich habe sogar Tabletten. Ich könnte mich heilen. Könnte ich glaube mal machen. Wie viel heilen denn die Painkiller? Kann ich eigentlich Honig essen? Werde ich davon satt? Painkiller? Das heißt nicht 20% oder so? Oder 15? Ja gut, dann hau ich mir jetzt rein, weil ich bin so 2/3 voll. Warum sterbe ich denn schon wieder? Bacon mit Eggs halt. Heil. Antibiotika, ja, das heilt. Habe ich gefunden. Werde ich von Honig satt? Hatte ich letztens auch vergessen und war selbst überrascht, dass es heilt. Gut essen. Werde ich von Honig satt? Ja. Mann, eh. Mit der Maus drüber gehen, Tooltip lesen, steht drauf dann. Honig macht aber nur satt um, weiß nicht, 5 oder sowas. Ja, das ist besser für... Naja, wenn du gerade volle Ausdauer hast. Wenn ich gerade gar nichts habe, dann fresse ich alles. Tooltip angucken, steht alles drauf. Ja, mir ging es aber gerade einfach ums Prinzip, weil wenn ich was sage, hört mir fast keiner zu. Du bist untergegangen in dem Boost des Barfets. Also sind schon sechs neue Iron Bars, Fragments. Ich habe die Tür offen gelassen. Gedöns in dem Feuer. Gut. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen Material hacken. Ich werde jetzt noch ein paar Felsen klein klopfen. Damit ich auch mal was Sinnvolles tue, ne? So. Ne? Ja, du, ne? Ein Stück. Das ist der Minjas. Der klopft gern Steine. Der Minjas, der kam aus dem Knast. Wie beim Lucky Luke. Kennt er? Na klar. Hat sich ein bisschen nach Sendung mit der Maus eben angehört. Das war Absicht, ja. Ach, Quatsch. Komisch. Der Minjas kriegt dadurch ganz starke Arme. Hat nicht viel im Kopf. Klingt komisch, ist aber so.
Ah, mit einer Spitzhacke macht das Steine, glaubt mir, gleich viel mehr Spaß. Findet man schon eine Munitionskiste und dann ist da nicht mehr was drin. Ist das ätzend. Na gut, früher ätzend. Bist du mit Loot zugeschissen worden, ne? Ja, das stimmt allerdings. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bleib, wo du bist. Ich habe übrigens die Tage ja in Rust reingeguckt. Wenn diese Folge läuft, ist es schon ein paar Tage her. Es wird schon wieder dunkel. Also. Und macht es immer noch komische Geräusche, wenn du läufst? Nein, das haben sie mittlerweile durch normale Steps ersetzt. Wir haben jetzt auch, was ich am Anfang dachte, da waren ja immer so farbige Vierecke hinter einem her, dass man dachte, oder ich dachte, dass da die praktisch Spuren sind. Weißt du, wenn jemand vor dir flüchtet, dass du die Chance hast, den wiederzufinden, weil da Spuren halt hinterlassen werden. Aber das haben sie jetzt ersetzt durch so Staubwölkchen. Du ziehst praktisch eine Staubspur hinter dir her, wenn du rennst. Was sehr witzig aussieht. Ja, sieht ein bisschen, also ich finde, Spuren habe ich jetzt besser gefunden. Bisschen übertrieben sieht es aus, aber. Ja gut, die verbessern ja ständig was. Also wenn du wirklich. Wie viele Folgen nur diese Blechdosen-Sound drin hast, wenn du flüchtest. Oh, könnte dieses blöde Metallgitter mal kaputt sein, auf das ich seit einer halben Stunde einkloppe, ey. Ich glaube, es ist cleverer, auf einen Stein daneben einzukloppen. Mit der Pickaxe war ich mir hier nicht so sicher. Irgendwie. Ich habe nämlich mit der Pickaxe vorhin auf so einen Holzwürfel geschlagen. Das hat auch Ewigkeiten gedauert. Ja, okay. Weil mit der Stoneaxe war es jetzt auch nicht wirklich schneller, aber... Also wenn wir das Essen mit den Anpflanzen sichergestellt haben, können wir auch mal Ausflüge machen, um uns einen schönen Blauplatz zu suchen. Also jetzt habe ich ja nichts Aufregendes gesehen. Das sieht hier aus wie in Deerstill so ein bisschen, oder? Oder die Umgebung. Es gibt ja verschiedene Waldbiome. Man kann auch in die Wüste mal gucken. Da haben wir auf alle Fälle kein Essensproblem, ne? Wegen den Kakteen oder was? Ja, Jucca und sowas. Okay. Keine Ahnung, was ich hier gerade esse, aber ich habe zuerst nicht von Tor. Ha, 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 ha. Oh, ein Arm. Läuft. Schwierig. Ich glaube, das sind die Reste von Jack. Du hast einen Arm gefunden. Genau, nee, sage ich ja. Nein. Sie sagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier esse. Und dann sagte ich, ohne Arm. Weißt du, aber jetzt ist nicht mehr witzig, weil jetzt habe ich ihn erklärt. Ja. Gut. Klingt komisch. Ist aber so. Wir sind übrigens schon fast wieder am Ende einer Folge. Übrigens ist es 19 Uhr, ist euch das mal aufgefallen? Nur so für die Ausflügler. Nee. Oh je. Oh Gott. Also es könnte noch witzig werden. Schafft ihr das? Macht mal einen Heimflug, sonst habt ihr, na gut, sonst kommt er so nach Hause. Dann packt, oh, Scheiße. Dann packt auf jeden Fall schon mal alles Wichtige aus dem Gürtel raus. Ah, ich hab vergessen, dass man sich die Beine brechen kann. Oh, Hund. Gut, du wirst eh sterben jetzt am Hund wahrscheinlich. Nee, haha. Aber auch viele, viele, viele Zombies am Arsch. Und ich frag mich, ich weiß ja nicht mal genau, wo mein Rucksack lag. Den hätte ich ganz gerne mal wieder. Ich auch nicht. Also. Und ich glaube, ich bin da. Immer vergisst. Ich lauf da mal. Ich hab mir da. Ja, ich glaube, so die Richtung. Ich höre da noch einen Hund. Oh, ich hole einen Spucker. Ja, der spuckt mich an. Ich höre einen an. Wie hoch die spucken, ey. Und dann bist du rechts von mir. Hör da jemanden klopfen. Boah, das sah ja phänomenal aus, wie der hochspuckt. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, der Hund ist auch noch hinter dir. Der ist da unter der Tür noch? Ja, nee, hinterm Haus. Wo, hier ist auch noch ein Spucker. Ich war auf irgendeinem öffentlichen Parkplatz. Das war so... Ich bin Biohazard, deswegen verliere ich so schnell meinen Kram hier. Hier ist die andere Polizeiwache. Deine Ausdauer, ja. Hm. Wenn du Bayerhänder bist, hast du keinen Spaß. Hier ist ein Kino. Ich bin irgendwo hier entlang gelaufen. War hier auf irgendeinem komischen Parkplatz. Pidiplatschi? Ja, bist du das? Ja, komm mit. Nee, wer sonst? Ladies first. Hast du die Türen hinter uns zu? So, Jungs. Werdet ihr draußen schlafen heute Nacht? Das muss so passieren. Ich hoffe, ihr belebt geht das. Geht nicht anders. Nee, ich schlaf auch. Bestimmt nicht draußen hier. Hatte nicht irgendwo ein Rost drin gelegen? Ich hatte, ich hab Fleisch in der Tasche. Ich hab einen Hasen gefunden. Einen Toten in der Kiste.
dass man aus diesen Lehrbüchern nicht auch Papier rausholen kann. Ich Quatsch. Kann den Grillrost machen, wenn du magst. Aber wir hatten doch vorhin eins, oder nicht? Ich glaube, einen Grillrost hat man noch nicht. Also was mache ich nochmal einen Grillrost? War das aus diesen flachen Stangen? Einfach eingeben, ja. Gib einfach Grill ein im Suchfenster, dann siehst du es. Das sind die neuen Cooking neuen Grill. Hab ich schon. Ah, die Map. Klar, wir brauchen 9 von diesen blauen Rohren. Mach ich. Ja, wir hatten 8. Uns fehlt nur noch einer. Nein, ich hab gemacht. Oh, shit. Hund und Spucker. Verdammte Axt. So, und Hornissen. Cooking Grill, da haben wir. Wow, in welchen hättest gern? Bei Spucker. Ganz recht. Oh. Ich kann, ich bin beschäftigt. Ihr müsst jetzt das schwierige Kochen müsst ihr allein übernehmen gerade. So, ist drin, kannst du. Ganz rechts. Ihr Lieben, wir sind aber auch am Ende einer Folge. Die Nacht bricht an, die Jungs schlafen draußen. Ich bin mit Sam Dimdi hier allein. Wir machen uns jetzt gemütlich und sehen uns dann übermorgen zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Wir brauchen dringend was zu essen, das heißt, wir müssen am nächsten Tag auf jeden Fall ein Beet ablegen, um hier jetzt weiter zu überleben zu können. Ich freue mich drauf, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.